ist meine persönliche Meinung dazu. Also wir sehen schon anhand der Fragestellung, übrigens das stellen ja alle Freidenkenden, die sagen, wann zieht man die nächste Karte, wann kommt das. Wir sehen also, es handelt sich nicht um natürliche Katastrophen, die der liebe Gott zu verantworten hat, so ungefähr. Jetzt kommen irgendwelche furchtbaren Dinge und die werden die Menschen zerstören. Nein, es geht hier ganz klar um politische Maßnahmen, um einen Machterhalt durchzusetzen. Und wie das System momentan torkelt und taumelt, sieht man an der Geschwindigkeit und an den vielen Fehlern, die sie machen. Und ich bin da entgegen anderer in einer anderen Denkweise und glaube nicht, dass diese selbsternannte Elite der sogenannten Philanthropen, die sich längst als Misanthropen, also als Menschenfeinde herausgestellt haben, dass die im Schulterschluss nebeneinander stehen und alles im Griff haben und alles bis ins Detail durchorganisiert haben. Es gibt bei vielen auch in dieser alternativen Szene welche, die im Unterbewusstsein heimlich diese gewaltigen Strukturen dort oben bewundern, weil sie mit einer vermeintlichen höchsten Intelligenz arbeiten. Das tun sie nicht. Sie arbeiten nur mit einem Maximum an monetären Mitteln. Die sind nicht intelligenter. Die haben nur unendlich viel Geld und damit kann man sich unheimlich viele Löcher mal ganz schnell stopfen, wenn was passiert. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und irgendwann kommt die Wahrheit immer mehr ans Licht. Ja, das ist die neue zeitliche Ära, mit der man eben halt immer wieder die Angstsysteme aufrechterhält. Wenn mal die Kriegsangst, nehmen wir mal an, plötzlich runtergeht, weil die große Gefahr besteht, dass Europa und Russland sich in Friedensverhandlungen befinden. Und das wäre die größte Katastrophe, wenn es nicht zum Krieg kommt. Und wo bleibt denn da die Angst? Was sollen sie denn da machen? So schnell können sie keine neue IS zaubern oder keine neue Al-Qaida zusammenbasteln. Das geht nicht. Man ist natürlich schon dabei, in Georgien wieder eine neue Farbenrevolution aufzubauen. Aber das läuft ja alles parallel. Und dann muss man eben halt die Klimanummer wieder ziehen und spricht dann von dem heißesten Sommer seit Jahrtausenden. Wobei wir in den 70er Jahren 40 Grad Temperaturen hatten. Und wenn man sich das anguckt, stimmt das alles nicht. Nein, das Ding muss aufrechterhalten bleiben und mit dieser Methode werden die Leute in diesem Schwitzkasten reingezogen und dadurch entsteht das Stammsyndrom. Die Leute fangen an, im Prinzip die normalen Leute, die in dieser Angst sind und sich in dieser Abhängigkeit begeben haben von diesen politischen Strukturen. Und die sitzen dann irgendwann und beginnen ihren Politiker zu lieben, aus einer bestimmten Position heraus. Das kennen wir, das nennt man ja Stockholm. Die Frage ist wirklich auch immer, dass die alternativen Medien auch gefordert sein müssen, auch ihre journalistischen Sorgfaltspflichten ganz deutlich zu beachten. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass bestimmte Daten reinkommen und ich merke, wie schnell sie verbreitet werden. Und das kann man in der kurzen Zeit tatsächlich nicht geprüft haben. Das ist für mich also auch ein Schaden, den ich erkenne. Und ich sehe, dass die Muster, die angewandt werden bei einigen alternativen Portalen ähnlich sind wie die Muster, die wir bei den großen Mainstream-Medien anklagen. Das sehe ich hier schon an der Stelle. Aber was für mich ganz interessant ist, der Begriff Faktencheck ist mittlerweile so verbrannt. Also wenn einer mit dem Begriff Faktenchecker kommt, wie korrektiv, die haben ja gerade einen Preis bekommen. Die haben sich ja untereinander selbst jetzt gerade wieder belobigt und haben einen Preis bekommen für ihre gute Arbeit. Korrektiv, ein Portal, muss man ganz offen sagen, die als linksextreme Aktivisten als Faktenchecker getarnt auftreten und diese berühmte Geschichte dort, die Wannsee-Konferenz der AfD, wo es angeblich um Deportationen ging, quasi erfunden haben. Nicht die Konferenz, aber die Aussagen, die dort drin waren, das waren Erfindungen, die sind auch mittlerweile durch einstweilige Verfügungen eingedämpft worden. Sie dürfen diese Theorien einfach nicht mehr wiederholen, weil es gelogen war. Und genau solche zwielichtigen Unternehmen, die ziehen natürlich den Begriff Faktencheck dermaßen in den Schmutz, sodass natürlich eine ARD-Faktenchecker-Nummer, die jetzt nach dieser Misere, die nun wirklich so viele Menschen begriffen haben und jetzt kommen sie mit denselben Methoden wieder an, das zieht einfach nicht mehr. Wir merken einfach, die Luft ist da raus bei den Mainstreamern. Auch das fand ich übrigens während meiner Zeit bei der Tagesschau schon immer auffällig, dass es genau ein einziges Unternehmen gibt, die GfK, die Gesellschaft für Konsummarkt- und Absatzforschung in Nürnberg, die diese Zahlen veröffentlichen. Es gibt keinen anderen, der die misst. Naja, gut, also dann weiß man natürlich auch, dass man dann
Ja gut, die Zahlen ist immer eine Frage, welche Parameter man da zugrunde legt, um die Zahlen zu ermitteln. Aber wir lassen es einfach mal so stehen. Was ich interessant finde, ist Kai Gnifke, der Chef eben halt der ehemaligen Tagesschau. Heute ist er Intendant irgendwo bei irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr wo. Chef von Sianze. Chef vom Ganzen. Also Chef von den allgemeinen Rundfunkanstalten Deutschland, offenbar von ARD. Und wenn er sagt, wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen, das will ich ihm sogar glauben. Die Frage ist, wie hoch ist sein Wissen? Das stellt er damit ja in Frage. Und vor allem, welche Gewissensanforderungen stellt er selbst an sich? Und wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, dann klagt er sich selbst an. Und interessanterweise, er macht das in Form auch aus meiner Sicht in Form einer Beschwerde. Er beschwert sich ja über die unrechtmäßige Kritik. Und dies Beschweren bedeutet, dass man sich selbst beschwert. Man macht sich schwerer. Wir müssen aber nicht schwerer werden, weil wir damit immer weiter absinken. Wir müssen uns versuchen, dem Licht zuzuwenden, um damit immer weiter leichter zu werden und nach oben zu kommen. Und dieses Beschweren, was wir dort haben, im öffentlichen Rundfunk, in diesen öffentlichen Rundfunkanstalten über das, was man ihnen dagegenüber angeblich antut, das ist schon für mich sehr bezeichnend. Ich habe ihn gerade noch mal geöffnet bei einem der seriösesten Nachschlageportale, nämlich bei Wikipedia. Und also er ist Vorsitzender der ARD, ganz klar. Er war früher mein Chef bei der Tagesschau. Was mir aber gerade auffällt, ist, dass sein Post hier bei Wikipedia irgendwie wieder geschrumpft ist. Denn ich kann mich erinnern, dass er als 2015 Angela die Grenzen aufgerissen hat und Millionen reingeströmt sind, dass er dann irgendwann auf die Vorwürfe reagieren musste, vieler Menschen auch, und offiziell verkündet hat, ja, die Berichterstattung war etwas falsch. Wir haben in den Bildern immer Familien ausgesucht und Frauen, aber es sind 80% junger, männlicher Migranten, die ins Land kommen. Das hat er ganz klar gesagt. Und das hat man für eine Weile bei Wikipedia gefunden. Ich habe das auch irgendwo abgespeichert. Aber das ist wieder raus. Naja gut, Wikipedia ist ja nun bekannt für die uneingeschränkte Seriosität. Das wissen wir ja. Und dann haben die das wahrscheinlich als unwichtig rausgenommen. Ja, das ist die Problematik, dass viele Menschen auch Wikipedia so etwas als Ersatz für den guten alten Brockhaus sehen. Für die Jüngeren, Brockhaus war mal eine Buchreihe, sehr, sehr groß, aus ganz vielen Bänden, oft in Leder gebunden, aus ganz, ganz vielen zigtausenden von Seiten bestehend, wo also quasi ein Almanach, also ein Nachschlagewerk für alle Dinge des Lebens nachzulesen waren. Und da war eine hohe Seriosität drin. Und das, was wir heute haben, ist alles online. Das ist Wikipedia zum Beispiel, wo letztendlich irgendwelche Reporter, irgendwelche Leute dort sitzen und können diese Berichte von heute auf morgen mal eben umschreiben, umdichten und so weiter. Deshalb bin ich auch ein Freund der guten alten Bücher. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr mal reinguckt, irgendwo einen großen Brockhaus findet in irgendeinem eBay oder sonst was, das kostet teilweise 40, 50 Euro. Und dann hat man da ein Band, der hat irgendwann mal 3.500 Euro gekostet. Großartig. Nicht ein Band, das sind dann fast 30 Bände. Wir haben das euch hier schon mehrmals berichtet, ja. Als wir noch in Deutschland gelebt haben, haben wir bei eBay haben wir einige dieser Enzyklopädien aus wer weiß welchen Zeiten, auch zum Teil 100 Jahre alt, gekauft und haben die dann auch abgeholt und haben sie an mehreren Stellen auf dieser Welt deponiert. Nämlich, es wird die Zeit kommen, wenn das digitale Wissen weg ist. Und es gibt einige von euch, die haben das dann auch gemacht. Die haben sich auch eine ältere Enzyklopädie zugelegt. Je älter, ehrlich gesagt, desto wahrheitsgemäßer, desto weniger wurde da verdreht. Und das ist natürlich ein wertvoller Schatz. Und man wird digital einfach dazu übergehen, ja, irgendwann für jede digitale Auskunft im Netz auch Geld zu verlangen. Also dann zahlt man, wenn man bei Wikipedia zum Teil die Unwahrheiten abruft. Ja, das war damals schon ein richtiges Ding. Wir hatten damals einen kleinen Verlag und dann hatten wir dort ein Lager und dann sind wir mit einem
Mercedes Sprinter, den haben wir uns geliehen. Damals sind wir mit dem gefahren durch ganz Deutschland und haben überall die Enzyklopädien abgeholt in allen möglichen Zuständen aus allen Jahrgängen und haben die dann gestapelt, sortiert, beschriftet und so weiter und dann eben halt verteilt. Aber das kann man auch im kleinen Rahmen machen. Wir haben uns übrigens auch andere Sachen gekauft, wie zum Beispiel die großen Werke von Goethe oder von Schiller oder von Feuerbach oder wen auch immer, wo wir einfach nur diese Bände gekauft haben, weil die werden nicht mehr aufgelegt zum Teil. Die gibt es heute nur noch in elektronischer Form. Das sind kleine Schätze und wenn die in Folie eingeschweißt sind, lasst sie in Folie drin und legt sie einfach nur hin. Wer weiß, das könnten mal irgendwann wertvolle Blätter sein aus der Vergangenheit.